Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ja, Sekiro, in der letzten Folge bin ich auf einen Gegner getroffen, der wieder eine Mechanik ins Spiel gebracht hat, die mich eher frustriert hat als gefreut. Ein perfekter Block und man bekommt trotzdem Schaden. Es ist dann noch aufgekommen, dass vielleicht die Gegner, die keine Waffe haben, dass man die, gerade wenn man neu in dem Spiel ist, vielleicht eher, bei denen vielleicht eher ausweicht. Und nicht versucht, den Block durchzuziehen. Das ist jetzt mein Plan. Dieser Ochse hat keine Waffe, deswegen versuche ich ihn mit Ausweichen zu erlegen. Ich versuche ruhig zu bleiben. Und Spaß dabei zu haben. Let's go. Los geht's. Na. So, meine Guten da unten. Einfach im Kreis um ihn rumrennen, im Kreis um ihn rumrennen, ab und zu mal einen Schlag setzen, der dann hoffentlich nicht... Alter, Enno, Mann, Dankeschön. Mist. Mist, Mist, Mist. Ah. Dämliches Viech. Ah, vielen Dank, Enno, für die 5 Subs an die Community. Sehr geil, Dankeschön. Ich reg mich nicht auf über den Gegner. Es ist ein spaßiger Kampf, der es absolut verdient hat, in diesem Spiel zu sein. Auf jeden Fall.
Nee, nicht Hundis. Hallo? Häng dich halt an die Kante. Jetzt, danke. Oh Mann. Okay. Cool. Sind beide gestorben. Nice. Ich habe ja keine Ausdauer, ich kann so lange rennen, wie ich will. Mist. Ich bin super konzentriert hier gerade. Ich weiß nicht warum, es ist eigentlich nur ein im Kreis rennen und nicht getroffen werden von ihm. Scheiße, ja. Kaum fange ich's Reden an, passiert dann sowas. Ah, raus bitte, danke. Oh shit. Knappes Pferd. Oh, jetzt wird er wild. Oh, sehr gut. Im zweiten Versuch. Passt. Passt. Puh. What? The enemy is still alive. What? What about the bolt? Where's the bolt? Gut. Gut. Wir sind
sind in der Burg angekommen. Nice. Ach. Ein beruhigendes Gefühl. Ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl an der Stelle. Was ist mit dir? Wer bist du? Thank heavens. Thank heavens. For what do you pray? Oh, you there. Have you heard of the Senpo Temple? The Senpo Temple on Mount Kongo. A very special. Nee, hab ich nicht. Holy person lives in that place. Okay. Go on. Join me in prayer. Thank heavens. Thank heavens. Okay, Kongo Tempel versuche ich mal im Kopf zu behalten. Lord Kuro, it is time, Lady Emma. Yes, I know. Master Genichiro is waiting, is he not? I will return to the top of Ashina Castle. Wolf, that reed whistle we used before. This time, I will use it to call on you. Okay. Wo bin ich hier? Erstmal Assassin's Creed-mäßig Wege erkunden. Okay, also mir scheint hier komme ich auch nach oben. Diese Treppe hoch, an der ich gerade war. Was geht hier unten noch? Hier ist Wasser und da ist ein Durchgang, da kann man entlang schwimmen. Hier ist eine Tür, die sich nur von dieser Seite aus öffnen lässt. Mit einem Schrein dahinter, einer Buddha-Statue. Wo bin ich hier? War ich hier schon? Nee, gefunden, da war ich noch nicht. Lauschen wir denen mal. Okay. Oh. Wait. Ah. Hier bin ich. Im Startgebiet. Verstehe, da oben ist der Tempel. Muss ich dahin? Lohnt es sich nochmal dahin zu gehen? So rein theoretisch brauche ich mich jetzt nicht mit denen anlegen. Hier kann ich hier hoch. Ich weiß gerade nicht, wohin ich gehe, ehrlich gesagt. Hier ist einer. Ach, nein, nicht draufhauen, verdammt. Den hätte ich vielleicht etwas schneller erlegen sollen. Nee, nicht anvisieren, bitte. Hier ist niemand, ihr habt niemanden gesehen. Keiner war da.
Niemand war in eurer Nähe und ihr habt nichts gesehen. Kein schleichender Shibinobi in eurer Nähe. Ihr habt nicht das Geringste mitbekommen. Sag ich doch. Keiner hat was mitbekommen. Lol. Was ist mit ihm? Er steht da am Abgrund. Wow. Was passiert ihm jetzt? Wenn er Aggro kriegt. Er fällt runter. Und ich krieg Loot. Läuft. Du Kumpel da drüben. Verschlossen. Hier konnte ich doch aber unten durch, ne? Ey! Ach, da ist noch einer. Lol. Den habe ich gar nicht bemerkt. Auch dieses Mal habt ihr nicht das Geringste gesehen. Hier war niemand, kein Shinobi, nichts. Was ist das da drüben? Bist du ein Gegner? Buh. Oh. Oh. It truly stirs my soul. Beautiful. And yet somehow sad. As if it yearns, it calls for someone. Hey. Who are you calling for? Let me hear it one more time. Hey, you. What? Oh, my name is Jinzaimon Kumano. My duty is to patrol the moat. I've not seen you around before. Which clan are you? I cannot say. You cannot say, you say? So you are a shinobi, then? I cannot say. Your manners could use some work. No matter. You are a shinobi. I won't press any further. Okay. Shinobi, have you ever heard someone playing the shamisen around here? I followed the sound and it led me to this well. Habe ich nicht. I have not. Oh, is that so? I thought since you're a shinobi, you might know. I wonder who that melody calls to. I don't know why, but I can't stop thinking about it. No, it's nothing. Please forget I ever spoke of it. Das ist doch der Brunnen, aus dem ich entkommen bin, oder? Oh, guck mal. Oh. Okay. Du bist eine Ratte. He said I'd find a cowardly wolf here. No sign of him, though. A broken and incompetent shinobi living in disgrace. I hope to see such a man for myself. But since I have luck, and if he truly cannot die, I'm sure I'll run into him at some point. Mann!
Ich häng fest, irgendwo in der Ecke. Ach. Das ist ein bisschen ärgerlich jetzt gelaufen. Ich dachte, der hat vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, als ich suche den Typen, der hinter ihm steht. Aber nein, er hat anscheinend nicht mehr zu sagen, als ich suche den Typen, der hinter mir steht. Ich probiere es nochmal. Es hilft ja schon sehr, dass ich ihn hier von hinten angreifen kann. Och, come on! Okay, das ist neu. Lass mich doch hier raus und jetzt verliere ich den Fokus. Ja, ist klar. Oh Gott. Super. Hallo, ich halte doch mein Schwert hoch, verdammte Axt. Was ist denn das hier für ein Blödsinn? Es geht halt schon wieder mit denselben Problemen los, ne? Also wenn ich in jeder Aufnahme mit sowas zu kämpfen habe, in jeder Aufnahme Fokusprobleme, Tasten, die nicht angenommen werden vom Spiel. Dann ist das doch sehr frustrierend, sich hier durchzukämpfen. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin jetzt schon mittlerweile ein bisschen ruhiger, einfach weil ich halt auch mich dann hier immer konzentrieren muss. Ich sehe nichts und habe keinen Fokus mehr auf ihn. Er drückt mich in die Ecke rein und ich kann nichts mehr tun. Wow. Ach Gott, ey. Gut. Okay. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ich schau mal, was ich sonst noch so finden kann.
Weil da hinten waren ja auch noch ein paar Sachen. Ich konnte ja hier rum... Hier runter ins Wasser. Mal schauen, was hier noch so geht. Nix. Kann ich hier nicht hoch? Ist das nicht zum... Ist hier... Ich sehe nicht, ob es hier dunkel ist oder... Ob es hier hoch geht oder nicht. Sehe ich leider nicht. Nee, hier geht's... Hier ist, glaube ich, gar nichts. Hä? Das ist nur aus Versehen, falls man runterfällt oder wie? Das macht wenig Sinn, gefühlt. Das ganze Ding hier macht wenig Sinn. Wo soll ich denn hier hin? Hier? Verstehe ich nicht. Diese ganze Ecke hat doch gar keinen... Hä? Gar keinen Zweck? Kann ja nicht sein, sowas gibt es in Videospielen nicht, dass es eine leere Ecke gibt und erst recht nicht bei From Software. Aber anscheinend doch. Warum kann ich hier auf dieses Dach? Hier unten ist auch keine Tür oder irgendwas, dass ich in dieses Haus könnte. Ich bin verwirrt. Nee, okay, keine Ahnung. Dann halt nicht. Dann keep your secrets. Random Ecke, die keinen Zweck hat. Behalte deine Geheimnisse für dich. Okay, hier ist nochmal so ein Flussding, das einfach zu ist. Verstehe ich jetzt... Verstehe ich immer noch nicht ganz. Ist wohl einfach, falls man da reinfällt. So, dann geht's hier noch weiter. Kann ich die Tür nicht aufmachen? Schade. Also, gebracht hätte es mir eh nichts, glaube ich, aber... Ich hörte, du warst der, der die Armor auf den großen Bugger von Taro Troop. Yeah, he was making a stink about it. It was a damned awful job. But it looks like it paid off, didn't it? He already had a huge frame and massive strength, and you just made him near impervious to blades. That is true, but he doesn't like that armor, and he sure didn't like me putting it on him. When okay. It happens, it might come off easier than you think. Herauspellen aus der...
Torhausschlüssel. Der Schlüssel zu einem Samurai-Torhaus an der Ashina-Talsperre. Nicht weit vom Brunnen, in dem der Wolf war. Hier wird das kaputte Horn von Gyobu, dem Dämon von Ashina-Samurai, bewacht. Okay. Das Horn ist die Klinge des Speers, den Gyobu führt. Das heißt, kein anvisiertes Ziel entkommt Gyobus Horn. Was? Es zieht Feinde heran und kann sogar feindliche Rüstungen entfernen. Oh, okay. Dem Dämon von einem bewacht, das Horn ist die Klinge des Speers. Das ist wahrscheinlich... Okay. Kann ich das Tor aufmachen? Nee. Muss ich oben drüber. Ah, was haben wir hier? Einen Typen, der Hunde füttert. Okay. Hunde mag ich ja so gar nicht. Nein! Oh! Mist! Ah! Okay, länger warten mit dem Ausweichen. Länger warten mit dem Ausweichen, wenn er das macht. Nee, ach komm, das war knapp. Da war er fast tot gewesen. Verdammt. Aber gut. Passt schon. Komm ich gleich wieder hin. Müsste ich, denke ich. Ja, verrückter Mann, was auch immer. Nee, nicht hier lang. Das war hier oben. Wow. Komme ich hier überhaupt da hoch jetzt? Meine Tastenbelegung macht es mir aktuell auch nicht einfach. Ich renne mit Vollspeed geradeaus, hüpf ab und er springt nicht weit genug, ne? Gut. Danke. Komme ich hier irgendwie jetzt mittlerweile hoch oder ist das immer noch? Hä? Wo ist er hingesprungen? LOL. Okay, einfach random. Oh, Mist. Ich will hier nicht sein. Das ist doch Quatsch jetzt. Kann auch blind sein, ja. Verschlossen, lol. Ist
Sieht es hier jetzt anders aus als das letzte Mal, als ich hier war? Ich glaube ja. Kannst du bitte... Echt jetzt von da drüben einer? Von da drüben einer? Ups, das wollte ich nicht. Das will ich. Darf ich hier mittlerweile hoch? Nee, ne? Nee, das geht nicht. Hä, was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt? Ah, da geht's. Okay, dann brauche ich nicht an der Wand hängen. Komme ich auch so hin. Aber da hoch komme ich jetzt nicht. Da muss ich wieder wie vorhin den komplett anderen Weg laufen. Hier ging es rauf. Aber will ich denn überhaupt? Nee, warte mal. Ich will mal ganz kurz gucken, wenn ich gerade hier bin. Kann ich auch kurz rasten. Dann kann ich auch kurz rasten. Nachdem ich diesen Schlüssel bekommen habe. Einfach mal hier vorbeilaufen und nicht unten durch. Aber warte mal. Ach, guck mal an, den könnte ich von hier oben snacken. Na, dann muss ich wohl doch unten durch, oder wie? Ey, dann kann man nichts mehr drücken. Er bleibt einfach stehen, ich krieg einen Stun. Ah, Mann, ey, das ist so nervig. Ich drück Verteidigen-Taste, aber weil ich aus irgendeinem unerfindlichen Gründen... Nee... Ach, hüpfen. Aber da muss ich jetzt wieder 3-4 Mal auseinanderhalten können. Was muss ich jetzt hüpfen? Hüpf doch zur Seite, Mann. Oh, es ist... Diese Gegner, das ist... Bei dem Tempel war ich jetzt noch nicht, ne? Da, wo ich den Jungen befreit hatte, da könnte ich noch kurz hingucken. Hallo, ich habe ihn 3-mal getroffen. Ja, Leute, ey. 100 Jahre braucht man nach einem Schlag, um zu regenerieren, um wieder zuhauen zu können. Dann kommt ein Hund und... Also, echt... Und von hinten, ja perfekt, hey, klar. Scheiß Köter. Ja, und du hast absolute Ahnung, wenn ich zuhaue. So ein Hund weiß das natürlich, dass ich jetzt zuhauen will und rennt 5 Meter weit weg. Ja, natürlich.
Jetzt muss ich sowieso noch mal rasten. Ich gehe darum. War besser. Keine hässlichen Köter. Zwei von den Dicken. Ach komm. Ich kenn ja den Weg außenrum. Voll die schönen Berge. Und schöne Farben am Himmel. Cool. Schick. Aber das ist man ja eigentlich von From Software auch gewohnt, ne? Dass es schön aussieht. So, was geht hier? Hi. Wolf, you said to me once, do what must be done, but I have yet to discover what it is that I must do. I don't understand. Why was I granted this power? Tja, warum du diese Macht hast, kann ich dir leider auch nicht sagen. Da ist der Speer, oder? Ist das... Ist das der Dude da unten, der da steht? Sicherlich. Hey, was wäre jetzt das gewesen? Ich habe B gedrückt. Es hat ihn nicht interessiert. Ich habe wieder B gedrückt bei einem Speer. Das war ein Stich, auf jeden Fall. Der ging in meine Richtung. Das war ja kein Schwung gerade. Da hätte ich nicht drüber springen können, sondern das war so ein Schwung, also von oben halt. Wäre das jetzt ein Ausweichen gewesen? Oh Mann, ey. Viel zu viele Tasten, ey. Ah, der unten sieht mich. Ja, Leute, keine Ahnung. Ich bin nicht da. Ihr habt nicht das Geringste gesehen. Gucken die noch in meine Richtung da drüben?
Ich habe eine Attacke, die gegen mehrere Gegner geht, aber sie funktioniert halt einfach nicht. Oh, du kriegst echt zu viel bei dem Spiel. Wie konnte das Game of the Year werden? Ich verstehe es nicht. Wen haben die bezahlt dafür? Es ist unglaublich. Was ist mit ihm? Ach. Hat mich nicht gesehen. Niemand war hier. Keiner hat mich gesehen. Konnte ich mit einem Hit killen, ne? Noch irgendwo einer? Außer der da jetzt? Noch irgendwo einer? Nee. Geh mal zurück zu deinem Platz, damit ich dich von hinten an absnacken kann. So, was mache ich jetzt? Hier dürftest du mich ja nicht sehen. So, wie läufst du? Wann kann ich zu dir? Jetzt? Nice. Ja, wenn man Assassin's Creed spielt, ist das Spiel cool. Aber das habe ich halt auch schon in Assassin's Creed gesehen, zuhauf. Jedes Mal wieder, in jedem Assassin's Creed ähnlich. Und dann gibt's noch das Kampfsystem, das manchmal funktioniert und manchmal nicht.
Story? Weiß ich noch nicht. Könnte cool sein. Könnte aber auch absoluter Crap sein. Weiß ich nicht. Er hat mir von oben hier gemütlich aus zugeguckt. Er hat mir ganz gemütlich zugeguckt. Ich drück halt die Blockentaste, ne? Ach, wunderbar. Ach so, nee, das wäre jetzt ein Sprung gewesen. Okay. Okay, von mir aus. Da hätte ich jetzt springen können. Absolut richtig. Das habe ich vercheckt. Der wäre sogar langsam genug gewesen, dass man den Sprung hätte easy ausführen können. Aber weil diese Attacke bisher noch nicht kam, wo wirklich der Sprung nötig ist, habe ich es ein bisschen vercheckt vielleicht. Bastard. Ja, eigentlich brauche ich die nicht alle killen. Ich glaube, mit ihm kann ich ganz gut da oben kämpfen, ohne dass die hier unten sich einmischen. Ohne dass die hier unten sich zu sehr einmischen. Von da hinten siehst du mich jetzt, oder was? Nee. Ihr seid doch alle blind. Hab ich doch gelernt. Hier ist einer, der sieht mich vielleicht. Der soll mal zur Seite gehen mit seinem Speer. Der hat mich irgendwo gesehen. Na? Dreh dich um, bitte gehen Sie weg. Das bisschen Warten ist auf jeden Fall tausendmal besser, als jetzt einfach da reinzulaufen. Wann geht er zurück auf seine Standardposition? Wie lange dauert das? Gar nicht? Ist das seine Standardposition? Nee, das ist doch nicht seine Standardposition hier. Niemals. Er ist einfach jetzt dahin gebackt. Okay. Und jetzt sieht er mich, obwohl ich hinter seinem Meister... Obwohl ich hinter seinem Meister stehe. Nee, okay. Nee. Sicherlich nicht. Sicher nicht. Ja, er sieht mich halt, ne? Ja, was machen wir denn jetzt hier, hm? Erstmal den killen. Alter, es... Also... Oh. Klar. Klar hänge ich an einer Stufe. An was auch sonst. Wenn nicht an einer einzelnen Stufe. Du
Bastard, wegen dir kann ich jetzt deinen Meister nicht bekämpfen. Weil du nicht auf deine Standardposition zurückgegangen bist. Leider, leider. Der blieb einfach da stehen. Der hat sich gedacht, ah, hier mitten auf der Treppe, da finde ich es schön. Da bleibe ich stehen. Der Weg zu ihm ist natürlich auch so ein Ding, ne? Du bist der Bastard. Wo rennst du hin? So, wen haben wir noch? Noch jemand? Außer die zwei Dicken, sind es nur noch die beiden Dicken? Ne, da hinten war irgendwo noch einer. Mal zwischendurch. Ja klar, da vor mir steht ein dicker Typ, aber... Den will doch der Spieler niemals anvisieren, der den größten Teil des Bildschirms gerade ausfüllt. Warum sollte der Spieler den anvisieren wollen? Macht ja gar keinen Sinn. Den will ich eigentlich nur sicherheitshalber killen. Komm, dreh dich um. Du pinkelst gleich an den Baum da drüben, ich weiß es. Hoppala. Ja, egal. Von hier aus. Zack. Ja, der müsste mich ja jetzt. Also, wenn der jetzt da unten auf der Treppe stehen bleibt, das wäre jetzt natürlich saumies, aber ich glaube nicht. Wo ist er? Ist er schon zurückgegangen? Ich glaube, er ist schon zurückgegangen, ne? So, probieren wir beide das nochmal. Scheiße, das geht ja nicht. Wenn ich die wenigstens... Wenn das wenigstens so wäre, dass ich da schneller hinkomme, ne? Aber ich muss ja jedes Mal... einen unendlichen Weg hier... durchlatschen. Hallo? Ach, mach doch die Scheiß-Anvisierkacke weg, ey. Okay, fuck it. Seva, grüß dich, hi. Ach, Mist. Da hinten war noch einer. Ärgerlich. Hi, hier bin ich. Komm. Hüpf runter. Hüpf runter, du kannst mich auf jeden Fall treffen, wenn du noch einen Angriff machst von dort. Nee?
Willst du nicht? Okay. Lol, auf was schießt er denn noch? Echt jetzt? Okay. Okay. Ach so, nee, den will ich natürlich nicht anvisieren. Ja, Spiel, danke. Er haut einfach random ins Gras rein, ist das geil, ey. Bisschen dumm gelaufen, dass ich jetzt schon einmal saufen muss, natürlich. Lol, wie steht er denn jetzt da oben? Warum steht er denn jetzt? Er stand die ganze Zeit anders. Warum steht er jetzt so? Das ist ja wild. Das muss ich mir jetzt mal angucken, wie er da steht. Wie läuft's? Ah, durchwachsen. Immer noch. Immer noch sehr durchwachsen. Attacken, die nicht so funktionieren, wie sie erklärt werden. Ja. Gegner, die... Jetzt ist er weggegangen. Okay. Bei ihm hier bin ich jetzt auch schon das fünfte Mal oder so. Man drückt B, das ist, es war ein Stich, aber da hilft auch der Mikiri-Konter nichts. Weil es war ja doch kein Stich. Man hätte das ja doch irgendwie überspringen müssen oder... Keine Ahnung. Ach Mist. Schade. Oh Mann, ey, wenn der Weg zu ihm nicht ganz so beschwerlich wäre, wäre cool. Aber der Weg dahin ist eine miese Nummer.
Ah, du hast mich gesehen, wa? Wartet mal, ihr zwei. Wir machen das mal anders. Ah, nein, das wollte ich nicht. Echt jetzt? Schnauze. Dämlicher Köter. Wo komme ich denn hier lang eigentlich? Komme ich hier auch auf die Brücke? Nee, da komme ich nicht auf die Brücke, genau. Wie lange er da drüben Aggro auf mich hat. Ach was, hier steht noch einer. Oh, wo kommst du denn her? Ey! Unnötig. Komm, dreh dich um. Danke. Hat der jetzt... Sieht er mich? Hat der Aggro auf mich, ohne dass ich das mitkriege, oder was? Nee. Lol, das war seltsam. Oh. Okay, wo geht er hin? Nein. Oh Mist. Muss er sich genau in dem Moment umdrehen. Jetzt läuft er rückwärts. Oh, das ist schade, dass er hier rückwärts rausläuft. Sonst hätte ich ihm jetzt eine mitgegeben. Musste halt schon einmal heilen, deswegen ist eh doof wegen dem da oben. So, und jetzt? Kann ich jetzt? Nee. Aber jetzt. Nö, ich will den nicht anvisieren. Den Dicken. Dieses riesige Ding, das da vor mir steht und einfach meinen gesamten Bildschirm bedeckt von oben bis unten. Nee, den will ich nicht anvisieren, Spiel. Auf keinen Fall. Muss dreimal drücken. Dreimal muss man drücken. Guckt der oben in meine Richtung? Nee. Oh, jetzt dreht er um. Okay, wow. Okay, das ist ein Trigger, der passiert hier irgendwo oft in der Ebene. Das heißt, wenn man den ersten Hit sich geschenkt abholen will, muss man hier rum. Dann muss man hier lang gehen.
Hallo? Ich hab doch gedrückt. Ich verstehe diese Ausdauernummer nicht. Weil ich muss doch hier ab und zu ausweichen und meine Ausdauer zurückgenerieren. Jetzt darf ich die ganze Scheiße nochmal killen, ey. Oh. Naja, ich sammle wenigstens Level. Ich sammle hier wenigstens ein paar Level. Auf Level 5 gab es wieder was Cooles, was ich leveln wollte. So, was machst du jetzt, Dickerchen? Passt. Kann man so machen. Hä? Wo? Ach, da steht noch einer rum. Okay. Hier unten oder was? Ah ne, die habe ich ganz vergessen. Die habe ich einfach vergessen in dem Fall. Den kann ich mir ja easy von hier aus snacken. So, und da ist noch einer, genau. Kann man den Mikiri üben? Naja, wenn er den Sprung macht, ne? Weil er macht auch einen Swing zwischendurch, da muss man dann A drücken. Ey, komm, ey, das gibt's doch nicht. Stirb doch einfach, Mann. Muss ich hier ewig auf dich drauf rumprügeln? Früher oder später ist es doch eh soweit. Schon wieder saufen müssen. Mist. Ja, das mit dem Seval, da hatte ich auch schon mein Spaßmoment. Mikiri-Konter und der Typ da oben. Weil dann war es nämlich kein Mikiri-Konter, sondern dann hätte ich A drücken müssen. Aber man muss ja auf seinen Charakter gucken, damit man sieht, dass man etwas anderes als normales Blocken drücken muss. Und währenddem ich auf meinen Charakter meine Aufmerksamkeit war, klar, man muss nicht ewig weit weggucken, aber es erscheint ein rotes Symbol. Meine Aufmerksamkeit geht für einen Bruchteil einer Sekunde auf meinen Charakter und weg vom Gegner. Und dann habe ich nicht mehr gesehen, dass er einen Schwung macht und keinen Stich. Und damit hat er mich dann gekillt. Ich wollte saufen, weil zum Saufen muss man ja auch Abstand gewinnen.
Weil Saufen dauert, ich glaube, oder kann ich Saufen durch einen Block unterbrechen, dass das Saufen nur eine Animation ist, die mich einfach wegen Dark Souls so sehr, dass ich diese Animation sehen will, bis sie durchgelaufen ist, dass das im Kopf so ein Ding ist und gar nicht mal, dass ich die Animation des Saufens gar nicht abwarten müsste in diesem Spiel. Das kann natürlich sein. Als ob du... Als ich war aus seinem Sichtbereich raus, ne? Müsstest testen. Was habe ich jetzt erzählt? Sorry. Was muss ich testen? Ich laber so viel und mach so viel die ganze Zeit. Ich bin jetzt, stehe gerade auf dem Schlauch. Tut mir leid. Habe ich vergessen. Mit den Tränken. Ah, warte mal. Das kann ich eigentlich hier machen. Hey, komm, wir kloppen uns mal ein bisschen. Nee. Also er führt die Animation. Man kann sie schon ein bisschen unterbrechen, aber nicht... Ein bisschen früher kann man sie unterbrechen. Dämliche Köter. Nicht so, dass es... viel ausmachen würde, denke ich. So, kann ich jetzt eventuell den killen, ohne dass der das mitkriegt? Ja, wunderbar, so ist das besser. Links von mir sind Gegner, die mich anvisieren. Ich kann nicht durchschalten. Auf den nächsten gleich. Wo ist denn der dritte hin? Da war doch noch einer. Da. Ach, Kacke. Niki, grüß dich, hi. Hoppala, hast du mich gesehen? Ja, du hast mich gesehen. Dann scheiß auf den, dann machen wir den nicht. Schön, dass ihr am Start seid, Leute. Freut mich. Dass ihr immer noch einschaltet, obwohl ich so ausgerastet bin über Sekiro. Also ich habe mich so aufgeregt über dieses Spiel. Und es ist immer noch nicht vorbei. Es regt mich immer noch auf.
Ich versuche drauf zu scheißen, so auf diese Momente, die einfach nicht gut sind in dem Spiel. Ich versuche sie zu ignorieren. Aber das ist manchmal gar nicht so einfach. Ah nee, das war... Ah, da hätte ich hüpfen müssen. Scheiße. Nee. Ah, fuck, ich habe nichts gesehen, weil ich war so in die Wand gedrückt wieder. Mist. Und täglich grüßt das Murmeltier. Wir laufen erneut von dieser Richtung da rein. Nein. Ach, da. Mist. Wie sie. Kill ihn doch. Oh. Meine Fresse. Oh, Mann. Nö. Es gehört manchmal dazu, sich über das Spiel aufzuregen. Ja. Aber es gibt halt Momente. Es ist nicht nur das über das Spiel aufgeregt, sondern leider hat mir das Spiel den Start auch sehr, sehr stark verdorben. Durch Fehler im Spiel einfach. So richtige Fehler, die sichtbar sind und die nicht so funktioniert haben. Die ein oder andere Sache, da war ich auch selber dran schuld, so. Da war ich einfach nicht richtig gelesen habe. Okay, gebe ich zu. Da war ich einfach ein bisschen dumm. Was ist mit ihm los? Aber es sind auch wirklich Sachen dabei, die einfach nicht gut sind im Spiel. Und die machen dann, haben den Spielspaß am Anfang. Ey! Nö, das machen wir nochmal nach. Wobei, nee, Erfahrungspunkte. Machen wir es lieber so nochmal neu, nicht sterben. Wie viel habe ich denn mittlerweile? 5! Guck mal. Fähigkeiten erwerben. Ich glaube, das war cool. Genau. Stellt Vitalität, erfolgreicher Todesschlag, stellt Vitalität wieder her. Darauf habe ich gespart. So, mehr brauche ich nicht. Das dürfte schon relativ viel ausmachen jetzt. Gerade wenn ich so random Hits kriege, die seltsam sind. Hilft das doch sehr. Ja, genau. Hier zum Beispiel. So unausweichbarer Hit von hinten. Ja, was soll ich machen, ne? Nicht auf mich schießen. Hör auf. Ich bin nicht mehr hier drunter. Ich bin nicht da versteckt. Du hast mich da zwar gerade vielleicht reinlaufen sehen, aber ich bin auch einfach nicht mehr da. Denn ich bin ein Shinobi. Ich kann mich auch teleportieren. Ich bin hier nicht mehr. Richtig. Hast du gut erkannt. Alles richtig gemacht. Dich umgedreht.
Braver Krieger, braver Krieger. Es hat es jetzt schon gebracht, ne? Dass ich diese Fähigkeit gelernt habe. Ich habe einen Hit abgekriegt, den ich halt nicht so richtig verteidigen konnte und bin jetzt wieder voll. Das ist wichtig bei dem Kampf jetzt. Also diese Fähigkeit, die war sehr nötig. Wow, jetzt dachte ich schon, ich falle in meinen Tod, ey. Sehr spät gesehen. Ja, das ist natürlich schlecht. Die hilft, glaube ich, schon sehr. Niki, was zockst du eigentlich aktuell? Ich habe gesehen, zumindest mal Dark Souls 2. Ist aber auch schon 3 Wochen her. Ah, das ist Springen. Fuck. Was war das denn jetzt? Warum? Ich hab doch verteidigen gedrückt. Och Mann, und ich hatte auch noch Ausdauer übrig. Ich verstehe dieses Kampfsystem in manchen Situationen nicht. Ich hab B gedrückt, ihr habt gesehen, was mein Charakter gemacht hat. Mikiri Konter für den Arsch. Dark Souls 2 hat dich immer aggressiver gemacht. Ah, okay. Oh. Und ich habe gesehen, du bist ungefähr... Ah, wo war denn das? Durch die Windmühle bist du, glaube ich, durch. Und bei der, die im Dunkeln ist, ne? Die Aufseherin, ne, wie heißt die? Es wird noch viel, viel besser in Dark Souls 2. Es wird noch viel besser. Du musst an einen Punkt gelangen, das hat auch ein Weilchen gedauert bei mir. Weniger aufregen, mehr über die Tode lachen. Es hat ein Weilchen gedauert und ich hatte dann auch eine Dark Souls 2 Pause, weil ich will ja alle Bosse besiegen, auch in diesen Spielen. Und die ersten 1,5 Stunden, nachdem ich dann wieder gezockt habe, Dark Souls 2 nach Elden Ring vor allem, das war übel, da bin ich auch instant, das Spiel hat mich mehr oder weniger sofort wieder das Triggern angefangen. Feuerboss mit der Mini-Plattform, ah, den fand ich aber okay. Der hat zwar eine wilde Hitbox an manchen Stellen, aber der geht. Der geht voll klar. So, ich glaube, den Rest kann ich hier am Leben lassen. Dann hast du dich aber doch schon durch sein Schloss durchgekämpft. Das fand ich wild. Wenn ich halt in diesem Spiel hier nicht so instant sterben würde, so dass ich auch wirklich mal so 2, 3 Versuche hätte, wenn er mich trifft. Findest du geiler, weil es schneller ist? Ja, bei Dark Souls 2, ist man in so einem Sumpf, ne? So ein bisschen... Man hat immer das Gefühl, man steckt im Treibsand fest, so ein bisschen. Mist. Ich hab's gecheckt, hab überlegt, welche Taste muss ich jetzt drücken? Komm hier runter, bitte. Ich habe B gedrückt. Und aus Gründen, die das Spiel mir nicht erklärt,
hat's nicht geklappt. Ich habe B gedrückt. Er ist einen Schritt nach vorne gegangen. Ich habe sogar sehr früh B gedrückt, als das Symbol erschienen ist. Das Spiel ist einfach nicht geil, ey. Das ist unglaublich. B gedrückt, jawohl. Okay, diesmal registriert das. Habe ich zu schnell reagiert auf seinen Stichangriff? War ich zu schnell? Anders kann ich mir das fast nicht erklären, dass der eine mich da getroffen hat. Nein, nicht den anvisieren. Hinter mir links ist ein Gegner, der nächste Gegner zu mir. Ich drück den Stick nach hinten links und drück ihn rein. Und was macht das Spiel? Sagt, ah ja, da hinten um die Ecke, da vorne, da steht einer. Ah, der steht so im Gebüsch, so ein bisschen hinter einer Wand. Ja, man braucht fast ein Fernglas, um den zu sehen. Aber, weißt du was? Den will der Spieler anvisieren. Ja, genau den. Meine Fresse, ey. From Software und ihr Anvisieren. In jedem Spiel ist... Also, das kriegen sie nicht hin. In Elden Ring war's gut. Aber in Sekiro ist es echt schlecht. Und in Dark Souls war's auch nicht besonders gut. Nein, was? Okay. Hier, so bitte. Okay. Es wird mit der Zeit etwas leichter. Ach ja. Das Anvisieren wird aber nicht besser. Jetzt renne ich da schon wieder rein. Ich wollte eigentlich eine Aufnahme beenden. Aber jetzt rennen wir nochmal rein. Oh, hier kommt der zweite Dicke ja auch noch. Könnt ihr bitte... Was ist hier los? Hier war ich doch noch gar nicht an der Ecke. Wie kommt ihr darauf, dass ich hier sein könnte? Dickerchen. Gehen Sie bitte. Entfernen Sie sich aus meinem Kampfbereich. Ich kümmere mich eventuell später um Sie. Oder jetzt? Warum nicht jetzt? Zack. Der, ne? Natürlich schießt der hinter mir hier auf mich. Ja, was machst du jetzt? Er wirft mit irgendwas auf mich. Das Spiel lernt dazu. Lol. Er ist einfach nach unten weggeglitscht. Ah, der ist jetzt da drüben. Geil. Was
für einer bist du? Ja, du bist so einer. Das passt, den kann ich einfach so killen. Oh, ups. Hi. Ihr habt nichts gesehen, Leute. Hier ist keiner. Hier hängt sich auch keiner an die Kante gerade und hangelt sich darüber. Ah, ihr habt sowieso Aggro auf mich, ne? Ihr lauft nicht dorthin, wo ihr mich zuletzt gesehen habt, sondern ihr wisst gerade, wo ich bin, ne? Das funktioniert hier ein bisschen anders, als man erwarten würde. Ah, ja, geht. Solange sie nicht mitkommen, alles gut. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den Kumpel da oben endlich mal ein bisschen verprügelt bekommen. Ich meine, ich bin ja schon nicht schlecht. Das Problem ist hier ein bisschen der Weg, der wirklich lang ist. Ah, springen. Fuck. Nein, ah, ich wollte nach hinten, damit ich saufen kann. Shit. So, und warum darf ich jetzt nicht... Warum darf ich jetzt nicht aufstehen? Ein zweites Mal. Ach, Mist. Ey, der ist echt cool zum Üben, tatsächlich. Der ist wirklich cool zum Üben. Ich komme langsam dahinter. Aber der Weg dahin ist halt ein bisschen assi. Ja, mein Gott, erkrankt ihr alle nur. Ist mir egal. Ich brauch euch sowieso nicht. Hat er mich jetzt gesehen und schießt noch auf mich? Ja, der schießt noch auf mich. Leider. Es lief gerade richtig gut, dankeschön. Jetzt laufe ich da schon wieder rein. Okay, letztes Mal jetzt in der Folge. Letztes Mal in der Folge. Voll in Gedanken. Oh ja, passiert. Passiert. Weil ich halt doch irgendwie Bock hab. Weil ich halt doch irgendwie Bock hab auf die ganze Nummer hier. Ein ums andere Mal. In dieselben Boys. Egal. Ich glaube, das ist richtig schlecht für YouTube, aber was soll's. Vor allem, weil mir dann irgendwann auch immer die Geschichten ausgehen. Wenn ich nichts Neues sehe, sondern immer wieder den gleichen Bereich, weiß ich nicht, manchmal nicht mehr, was ich sagen soll. Ich kann ja viel Scheiße von mir geben, aber so viel, irgendwann hört es dann auch mal auf.
Ich musste gerade zweimal Konter drücken, damit das funktioniert. Nee, springen. Fuck! Ah, jetzt hätte ich's fast gesehen. Ich hab's gedrückt halt, während das rote Zeichen da war. Das Spiel hat aber Nein gesagt. Leider. Ich musste schon wieder zweimal drücken, damit ich nicht getroffen werde. Für den Mikiri-Konter. Ihr habt's gesehen, einmal hat er einen Ausweich-Move gemacht, dann war aber sein Angriff noch nicht durch. Obwohl ich recht... Ich drück zu früh manchmal. Ich reagiere zu schnell. Ich bin zu schnell für Sekiro. Vielleicht bin ich einfach zu krass. Da liegt das Problem. Das Spiel ist nicht gut genug für mich. Ach Leute, ich bin gespannt. Echt, wie ich weiterkomme, was hier noch geht. Keine Ahnung, ich hänge am nächsten Gegner. Aber YouTube, schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.